Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. So, wir reden nochmal kurz mit Jack. Hey, sagen Sie es mir, wenn wir wissen, wie wir von hier wegkommen. Wie verarbeiten die Studenten den Krieg? Was glauben Sie? Das ist ein Haufen Teenager. Bis vor einigen Monaten ging es ihnen nur darum, Sex zu haben. Und die sind bereit für den Krieg? Sie haben wohl kaum eine Wahl. Dann sind diese biotischen Artillerieangriffe... Theoretisch eine tolle Sache. Mit etwas Erfahrung kriegen Sie es vielleicht hin. Aber? Als Unterstützung wären Sie besser. Hilfe aus der zweiten Reihe bei Barrieren und so. Ich weiß auch nicht. Haben Sie Ihnen das gesagt? Nein. Sie müssen überzeugt sein, dass ich an Sie glaube. Das habe ich aus Ihren Ansprachen gelernt. Ich muss sagen, Sie sehen gut aus. Das besprechen wir beim Landgang, hm? Das habe ich nicht gemeint. Vielleicht hat Ihre Einstellung ein bisschen auf mich abgefärbt. Ich hatte nie Familie. Und die Kids. Wer meine Studenten anfasst, den schneide ich in Streifen. Warum sind diese Studenten so wertvoll? Biotisch meine ich. Was ist schlimmer als ein wütender biotischer Angreifer? Eine Gruppe davon, die zusammenarbeitet. Wie ein biotischer Artillerieangriff. Wir reißen jedes Arschloch einfach in Fetzen. Wollten Sie nicht auf Pragia genau das endgültig unterbinden? Nein, und das wissen Sie. Cerberus hat auf Pragia Kinder gefoltert. Meine Studenten sind älter und freiwillig hier. Und Schmerzen gibt's nur für die bösen Jungs. Also, wegen uns beiden. Ey, ich weiß schon. Es gibt in ihrem Leben nur eine große Liebe. Die Reaper. Die sind das Einzige, was sie nachts wach hält. Wirklich schade. Ich bin viel besser im Bett. Es tut mir sehr leid. Verdammt. Sollte es auch. Wir sollten das endgültig klären, wenn alles vorbei ist. Freut mich, dass wir reden konnten. Ja, ja. Sobald Sie wissen, wie wir hier wegkommen, sind meine Jungs und ich bereit. Ja, haben wir noch ein bisschen Gespräch mit Jack gehabt. Da haben wir noch Muni. Brauchen wir noch Muni? Ja, ich glaube schon. So, dann versuchen wir uns mal wieder, oder ich zumindest mal ein bisschen hier wieder an die Steuerung zu gewöhnen. Ist ja ein paar Tage her seit der letzten Aufnahme. Hier geht es erstmal nicht weiter. Ich glaube, wir müssen eh nach oben, wenn mich nicht alles täuscht. Na komm. Ja, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Glaubst du wirklich, dass wir sie rausschaffen? Aber natürlich. Sag doch nicht sowas. Tut mir leid. Rodriguez. Die labern einfach nur. Vielleicht sollten wir mit den beiden mal reden. Ach. Danke. Unglaublich, dass Sie und unsere Lehrerin zusammengearbeitet haben. Na, da siehste. Wir beide hier sind, haben wir vielleicht eine Chance. Ich glaube, ich habe mir ein Muskel im Gehirn gezerrt. Wir stehen bereit, wenn Sie uns brauchen, Commander. Na, ihr macht das schon. Solche braven Studenten. Ah. Sie haben wohl über jeden von uns eine Akte. So, präzise. Ich glaube, ich muss jetzt wieder meine Liste mal rausholen, wieder abhaken. Also, Sturmgewehr. Präzisionszielfernrohr. Muss hier hinten irgendwo sein. Pistole, Sniper. An welchen Strand? Sturmgewehr. Und überall einsame Asari-Mädchen, wohin du auch schaust. Aber nur wenn die Reaper Ilium noch nicht angegriffen haben. Wenn du weiter so. Magazin, Piercing, Extended Barrel. Okay. Vielleicht brauche ich ein anderes Ziel als ein paar heiße blaue Alienfrauen. Hey, wenn du nicht auf Asari stehst, kannst du. Nehme ich mal mit. Ich muss dann, glaube ich, echt nochmal bei Gelegenheit das Ganze mal abhaken, was wir haben und was wir nicht haben. Okay, aber was brauchst du denn? Hey, wenn das alles hier vorbei ist, können wir auch mal einen Kaffee trinken gehen, oder? Ah, da ist jemand am Rufler. Hm.
Wir noch irgendwas Schönes? Jawohl. Sanders, Sie müssten jetzt Zugriff haben. Positiv. Der schnellste Weg führt durchs Atrium, aber Cerberus hat die Türen abgeriegelt. Sie müssen die Magnetschlösser deaktivieren. Die Steuerung dafür müsste sich direkt über der Tür befinden. Okay. Spenden-ID 125D Prangley. Priorität Alpha, um jeden Preis lebend ergreifen. Das Subjekt verfügt über erstklassige biotische Fähigkeiten, gepaart mit hohen Punktzahlen. Beim Test der Führungsqualitäten gilt als perfekter Kandidat für Indoktrination und leistungsstarke Verbesserungen für folgende Langzeitinfiltration. Interessant. So, was sollen wir machen eigentlich? Ach, das mit N geht ja gar nicht mehr. Da oben vielleicht irgendwas regeln mittlerweile? Nope. Dann gehen wir mal da runter, wo Jack war. Da geht's aber auch nicht weiter. Naja. Da auch noch ein Medikit. Das nehme ich mal mit. Haben wir hier alles mitgenommen? Ja. Scheint so. Wir kommen jetzt aber auch nicht mehr zurück. Dann, ich glaube, dann gehen wir doch nochmal nach oben. Vielleicht müssen wir jetzt ja mit den Studenten reden. Unglaublich, dass Sie und unsere Lehrerin zusammen. Wir stehen bereit, wenn Sie uns brauchen. Scheinbar nicht. Da wir jetzt beide hier sind, haben wir vielleicht eine Chance. Vielleicht noch mit Jack reden, aber ich glaube eher weniger. Hey, sagen Sie es mir, wenn wir wissen, wie wir von hier wegkommen. Freut mich, dass wir reden. Ja, ja. So. Dann schaue ich doch nochmal ins Logbuch. Tja. Kinders, ich bin gerade ein wenig ratlos. Hier sind keine Türen mehr, wo wir weiter können. Wir haben mal das Ding da oben. Vielleicht sollen wir da oben irgendwas. Aber da oben war ja auch keine. Hier geht's nicht weiter. Hier ist nichts, womit wir noch interagieren könnten. Ah, doch. Hab sie. Jetzt müssten Sie die Tür aufdrücken können. Ich werde vor Ihnen bei den Shuttles sein und zwei davon startklar machen. Okay, wahrscheinlich kriegen wir jetzt aber auch wieder Besuch. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich speichere das Ganze mal ab. Sicher, sicher. Wir gehen rein und ziehen ihr Feuer auf uns. Wir sind im oberen Geschoss und behaken diese diese Typen von dort. Gefällt mir. Ist doch sicherer. Okay, dann los. Greifen Sie mit allem an, was Sie haben. Ihr wolltet doch wissen, was ihr wirklich drauf habt. Das ist die Gelegenheit. Studenten der Grissom Akademie, die Station ist abgeriegelt. Die Allianz kann Sie nicht retten. Sie werden sterben. Aber wenn sie sich friedlich ergeben, geschieht ihnen nichts. Arschloch. Verdammt, sie funken alle an. Studenten, Universalwerkzeuge auf Privat schalten, sonst wissen die, wo sie sind. Was ist, wenn sie nicht lügen? Ich weiß, was Cerberus mit Leuten macht, denen angeblich nichts geschieht. Sehen Sie die Narben, Rodriguez? Los, gucken Sie genau hin. Die sind von Cerberus, da war ich halb so alt wie sie. Wenn sie aufgeben, enden sie am Haken. Wir wollen ihre Ärsche retten. Ja. Ja, okay. Los geht's. Dann schießen wir uns den Weg mal frei.
So. Nehmen schon mal direkt eine verplättet. Oh, das sind richtig viele. Warte ich mal. Obwohl, den können wir schon mal so anschießen. Schade. Der hat leider nicht gesessen. Jetzt aber. So, den können wir auch noch gerade holen da hinten. Bleib mal bitte, danke. Oh, ist das freundlich? Ach, du bist ein Gegner. Wieso hält den denn keiner auf? Naja, wie gesagt, die Kollegen sind ja etwas sparsamer geworden oder etwas nutzloser. Ja. Dankeschön. Ja. Wie ihr seht, ich gehe hier dann doch schon häufiger drauf als im ersten Teil. Ja, ist aber schön, dass das mit dem Team mitzieht. Bereit zum Einsatz? Na gut, die ist gleich weg. Jep, haben wir sonst noch irgendwo was? Da hinten wäre noch ein Centurio, das ist auch ein Schild. Da hat er nicht ganz gesessen. Jawohl. Genau, zeig dich nochmal. Dann kannst du drauf gehen. Noch schnell Deckung. Lad nach, bitte. Jetzt habe ich wenigstens dran gedacht. Schön. Lass mir aber zu lange Zeit. Merke ich. Komm noch mal raus, Centurio. Danke. Weg. Au. Du noch mal ein bisschen was ab. Wie sieht es eigentlich um unsere Kameraden aus? Gut, wie ich finde. Sie leben noch alle. Du kannst mal weg. Muss ich gleich mal langsam Munition einsammeln gehen. Hat sogar gesessen. Bereit machen, da kommt noch mehr. Wallhack activated. Nee, du springst hier nirgendwo hin. Da wäre noch ein Kampftechniker. Ich glaube, der möchte auch sterben. Wo ist er? Das ist Edi. Au. Na komm, oder wir geben ihm halt noch einen. So, gehen wir Muni suchen. Haben wir Muni? Ich gehe da mal ein bisschen hier im Laufschritt durch. Da ist noch Muni. Deckung. So, 10 Schuss haben wir. Lohnt sich ja richtig. Da unten haben wir wieder jemanden, wo wir durchballern können, wenn ich den treffen würde. Ja, komm, machen wir uns hier mal gerade einfach. War ja nicht der letzte, den wir von diesen Schildtypen treffen. Wo ist der Kampftechniker? Ja. Jetzt ist er weg. Wie sieht's denn aus? Haben wir noch irgendwas, was wir jetzt zerlegen können? Wahrscheinlich den Mech noch, oder? Wir können durch diesen Seitenbereich. Okay. Ich nehme noch erstmal Muni mit. Der Mech ist noch da. Okay, hätte mich ja auch gewundert. Geh in Deckung. Shepard, du sollst in Deckung.
Wir haben auch, glaube ich, keine schwere Waffe dabei, oder? Nope. Keine Ahnung, was bringt, ihm in den Rücken zu schießen. Und das wär's. Auf Wiedersehen. Schön. Ich möchte dann gerne mal speichern. Oder auch nicht. Ah, immerhin gibt's hier nochmal Muni. So, was war denn hier wegen Seitenbereich und so? Da ist ein Seitenbereich. Ein paar Missionsanweisungen, auch für Prangley und Rodriguez. Andere Subjekte sollten lebend ergriffen werden, falls möglich. Falls nicht, Leichen für Gentests zurückbringen. Zurück zum Zusatz zum ursprünglichen Auftrag. Subjekt Zero soll für Tests und mögliche Konditionierung ergriffen werden. Aktuelles Psychologieprofil schlägt Geiselnahme der Studenten als erfolgsversprechendste Strategie vor. Ja, das könnte tatsächlich funktionieren. Kaylee, wir sind im Atrium. Ich nehme einen freien Weg zu den Shuttles. Wir treffen uns dann dort. Handy wieder nicht lautlos gemacht. Lecker Credits. Haben wir da hinten noch irgendwas? Nee, diesmal ist da nicht. Doch, warte, da ist doch was. War hier nicht irgendwas? Dann habe ich mich wohl dann getäuscht. Sehr, aber immerhin. Prangley. Das hier ist nicht förderbar, Rodriguez. Halten Sie Ihre verdammte Barriere hoch! Naja, es hat ja schon gewisse Ähnlichkeiten mit Völkerball, muss ich sagen. Oh, Granate, das ist nicht so schön. Na, da ist echt eine ganze Menge los gerade. Zack. Lass dich mal töten. Die Granaten sind echt nicht schlecht von den Jungs und Mädels. Ich bin okay. Von wegen. Bleiben Sie unten. Wenn Sie mir wegsterben, trete ich Ihnen in den Arsch. Bin ja mal gespannt, wie das hier läuft. Die alle durchkommen. Die armen Studenten. Wer? Die Entdeckung? Das war, glaube ich, keine gute Entdeckung. Nein. Da habe ich zu spät mitgekriegt, wer da rumballert. So. Naja, dann nutzen wir mal gerade die Gelegenheit und stellen mal das Handy auf lautlos. Ist jetzt auch mal Ruhe. Gut, neuer Versuch. Zum Glück hat er hier gespeichert. Deckung, abwarten und wegballern. So, dann komm. Zack, wer kann mal weg? Ich glaube, diesmal läuft es ein bisschen besser. Jetzt weiß ich aber auch schon Bescheid, wo die herkommen. Diese Gegners. Da oben sind auch welche. Na, die kriege ich leider nicht von hier. Wieso kriegen die mich? Waffe wechseln. Aua. Deckung. Medikill. So, wer will denn noch? Wer will noch?
Sehr schön. Komm raus. Aua, der hat gesessen. Leider. Dann gehen wir nochmal in Deckung, heilen uns. Gut, die machen den fertig. Kümmern wir uns mal um den Centurio. Und glatt. So, wo haben wir denn noch Gegner? Da oben wuselt noch was rum. Aber auch nicht mehr lange, glaube ich. Das ist einfach nur ein Geschütz. Okay, Deckung. So, danke schön. Alle okay da oben? Rodriguez hat am Arm erwischt, weil sie nicht auf ihre Barriere geachtet hat. Commander, ich habe die Cerberus Shuttles erreicht, ohne entdeckt zu werden. Aber sie wissen jetzt, was wir vorhaben. Sie müssen sich beeilen. Gut, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.